Ja, und vielleicht ist das ja ein gutes Pflaster, das Ludwigsparkstadion. Gut gefüllt, 6.800 Fans sind gekommen. Aber auch Saarbrücken ja dreimal in Folge ohne Dreier. Und da müssen sich dann die Fans eben auch auf einen neuen Coach einstellen. In Saarbrücken ist die Zündschnur ein bisschen dünner als anderswo. Rüdiger Ziel, eigentlich als Manager in Saarbrücken unterwegs, nimmt den Platz interimsweise an der Seitenlinie ein. Einige mitgereiste Fans sind gekommen, um Tore zu erleben. Auswärts klingelte es ja erst ein einziges Mal. Hier sehen wir die Aufstellung, die für Torgefahr sorgen soll. Drei Veränderungen im Vergleich zum 0:1 gegen Wiesbaden. Koskun und König kommen rein für Herrmann und für Gomez. Zudem Löhmannsröben für den gelb gesperrten Jansen ins defensive Mittelfeld. Und dann geht es los, rein in die Partie. Zwickau in Rot und Saarbrücken mit neuem Trainer und mit neuem Schwung. Richard Neudecker ist das auf Jeneke. Und das erste Mal Zwickau unachtsam und fasst das 0:1 aus Sicht der Westsachsen. Glück, dass Philipp Kusic noch den Fuß dran bekommt vor dem einschussbereiten Jeneke. Das hätte nach 11 Sekunden bereits die ganz frühe kalte Dusche sein können. Ziel zufrieden mit der Startphase und Saarbrücken weiterhin im Vorwärtsgang. Zwickau noch nicht wirklich drin in der Partie. Wir sind erst in Spielminute 3. Einwurf Zwickau, denkt sich Kusic. Einwurf Saarbrücken, sagt der Schiri. Und dann geht's schnell. 1:0 für die Gastgeber. Sebastian Jakob mit Saisontreffer Nummer 6. Dritte Spielminute. Marvin Kuni legt auf und dann ist es eben doch die ganz kalte Dusche. Aber hätte es nicht Einwurf geben müssen für den FSV Zwickau, war hier Can Koskun noch am Ball. Ganz schwer aus dieser Perspektive aufzulösen. Der Schiedsrichter hat entschieden, es war Koskun noch dran und entsprechend gibt es Einwurf für Saarbrücken. Wir springen rein in Spielminute 7. Löhmannsröben, da ist König. Das erste Mal und in der Zeitlupe werden wir sehen, wenn Ronny König noch die Hacke ein bisschen ranbekommt an den Ball, dann wird's richtig gefährlich. 3 Minuten später, erst die 10. Spielminute. Es geht munter zur Sache im Ludwigspark. Und jetzt scheinen die Sachsen angekommen zu sein in der Partie. Löhmannsröben und über Ronny König fliegt dabei raus zu Koskun und er findet wieder König. Und da weiß er selber, da war natürlich mehr drin. Er will es mit dem Kopf machen und dann nimmt der König die Juwelen anstatt des Fußes. So bleibt's beim 1:0 für die Gastgeber, aber man hat das Gefühl, Zwickau drückt jetzt auf den Ausgleichstreffer. Königke ist das. In die Spitze soll der Ball kommen, aber es gibt den Boomerang zu Marvin Kuni. Marvin Kuni und dann kommt ein klassischer Davy Frick mit viel Risiko, aber fair. Im eigenen 16-Meter-Raum Davy Frick kann Kuni den Ball noch abjagen. Der zunächst gegen Ziegele viel richtig macht, dann aber den ranrauschenden Frick schlicht nicht ahnt. Ecke. Nach rund 20 Minuten von Patrick Göbel, der Mann der Standards, der Vorbereiter und fast der Ausgleich. Philipp Kusic und Dominik Baumann sind involviert, aber auch Lukas Böder, der hier den Ball vor Überschreiten der Torlinie noch hindert. 26. Spielminute, dann wieder Saarbrücken, Neudecker. Und jetzt passen Sie mal auf, was macht Neudecker da mit Jan Löhmannsröben, Kuni. Zweiter Sieger gegen Engelhardt, aber das ist ganz feiner Fußball vom 1. FC Saarbrücken. Zunächst vor Neudecker, vorbei an Löhmannsröben und dann mit dem Außenriss zu Kuni. Der kann aber diese feine Vorarbeit nicht vergeuden. Halbe Stunde rum, Löhmannsröben ist das, schaut und sieht und findet Baumann. Batz kann den Ball um den Pfosten wickeln. Halbe Stunde rum, richtig gutes Spiel. Auch die Fans sind durchaus zufrieden, obwohl auf der Anzeigentafel natürlich kein erfreuliches Ergebnis leuchtet. 2 Minuten später und es dürfen mal wieder die Gastgeber ran mit dem starken Neudecker.
und der Fein zu Marvin Kuni. 2-0 Saarbrücken. Zwickau drückt auf den Ausgleich. Und Kuni mit Saisontreffer Nummer 3 versetzt den Ludwigspark in Ekstase. Klasse Vorarbeit, das muss man neidlos anerkennen. Mit viel Übersicht über Frick hinweg zu Kuni. Und dann kommt Engelhardt nicht mehr dran. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider, aber das wird den Saarbrückern egal sein. Zwickau muss was tun. Von Schröter mal mit einem langen Schlag. Wir sind schon in der 40. Spielminute. Koskun, Jennecke, ein Aufschrei geht durch den Ludwigspark. War der da mit der Hand dran? Wir bleiben zunächst einmal am Ball, denn der Ball, der ist ja noch heiß. Nochmal Ziegele legt raus. Zwickau legt sich den Gegner zurecht. Und dann Rizzotto am Boden und das Spiel abgepfiffen. Halbzeitpause, unmittelbar zuvor eben diese ganz strittige Szene. Alle Mann beim Schiedsrichter, bei Erik Weißbach. Handspiel wird moniert. Koskun zeigt an, eindeutiger geht's doch gar nicht. Und da kann man Can Koskun ausschließlich recht geben. Jeneke im 16-Meter-Raum, das ist ein ganz klarer Handelfmeter. Wird sicherlich auch auf der Tribüne so gesehen. Da muss man sagen, auch ein Apfel würde den Rängen gut tun. Nicht nur Zuckerwasser, liebe Freunde, aber wir konzentrieren uns auf Durchgang Nummer 2. Zwickau liegt zurück, tut aber direkt wieder eine Menge mit dem eingewechselten Gomez, der auf den eingewechselten Hermann mehr offensive Power einfach mal rein in den 16-Meter-Raum und dann ist da drin Ronny König. Aber so sieht keine Freude aus, denn Schiedsrichter Tim Konert, der Assistent, zeigt Abseits. Nicht aufzulösen von den Kameras. Da müssen wir uns auf das Auge des Schiedsrichterassistenten verlassen. Joe Enox weiß auch, knapp war es, aber weiter muss es gehen. Zwickau ist voll drin in der Partie, auch wenn der Spielstand was anderes erzählt. Dann mal wieder Neudecker, da wird es in der Regel immer gefährlich. Auf Jakob, Frick zu weit weg und Jakob sagt Dankeschön. Doppelpacker Jakob mit Saisontreffer Nummer 7 zum 3:0. Und das ist richtig bitter aus Zwickauer Sicht. Die sind alles in diesem Spiel, nur nicht 3 Tore schwächer. Für Engelhardt dann nichts mehr zu machen. Hier hat Sebastian Jakob schlicht zu viel Platz, darf in den 16-Meter-Raum einbrechen. So darf man ihn dann natürlich nicht zum Schuss kommen lassen. Was hilft's? Weitermachen, FSV. Oder werden sie zusammenbrechen? Die zweite Hälfte war ja bislang nicht so das Steckenpferd der Südwestsachsen. Aber der eingewechselte Gomez prüft Daniel Batz dann mal aus 16, 17, 18 Metern. Batz aber noch mit den Fingerspitzen dran. Kurz darauf die Ecke von Hermann. Und Uafero macht den Ball richtig scharf. Wenn schon ein Zwickauer ihn nicht über die Linie bekommt, dann ja vielleicht der eigene Mann. Hier werden wir sehen, wie gefährlich das war. Uafero vorbei an Daniel Batz. Aber der kann den Ball dann noch deutlich vor Überschreiten der Torlinie unter sich begraben. An den Fans liegt es nicht. Das Wetter nicht so dolle. Das Spiel ausgezeichnet. Und das liegt auch daran, dass Zwickau weiter Betrieb macht. Nächster Ball, der in den 16-Meter-Raum hineinsegelt. Gibt es einen Abnehmer? Zunächst aber nicht, aber Saarbrücken kann sich überhaupt nicht befreien. Hermann ist das. Und dann kommt Yannick Vogt, ebenfalls eingewechselt zum Schuss. Aber auch dieser Ball kann vom starken Saarbrücker Rückhalt pariert werden. Die anschließende Ecke wird von Vogt selber getreten. Krüger, Batz! Und dann Ronny König, nochmal Batz. Das gibt's doch gar nicht. Es ist eine Batz-Show jetzt in diesem zweiten Durchgang. Es scheint kein Vorbeikommen zu sein am Keeper. Die nächste Ecke, wenige Augenblicke später von Hermann. Ziegele, Löhmannsröben. Und den Mann, den kennen Sie. Daniel Batz. Irgendwann muss er eben auch mal über die Linie aus 4 Metern. Hier durch Löhmannsröhm und er weiß natürlich selber, den muss er einfach irgendwie vorbeibekommen.
am Keeper. Die nächste Ecke, Hermann, Krüger und dann ist er drin. Endlich das 1:3, hochverdient aus Sicht des FSV. Und schauen Sie in diese Gesichter, die Burschen haben sich aber noch überhaupt nicht aufgegeben. Trotz des vermeintlich großen Rückstands zeigen sie eine große Moral. Erster Saisontreffer, den letzten Treffer für ihn gab es in der dritten Liga noch für Meppen gegen Dortmunds zweite Mannschaft. Saarbrücken merkt auch, sie müssen mehr tun, für mehr Entlastung sorgen, sonst werden sie hier hinten raus möglicherweise wieder eingeholt von starken Zwickauern. Ojofero einfach mal lang und hoch nach vorne. Ziegele dann gegen Julian Günther Schmidt. Und Robin Ziegele lässt sich dazu hinreißen, Günther Schmidt wegzuschubsen. Schiedsrichter Erik Weißbach sieht auch, dass Julian Günther Schmidt zuvor ganz schön auf den Fuß getreten hat, gehackelt hat und zeigt, hier sehen wir es, und zeigt dann am Ende beiden Akteuren die gelbe Karte. Problem, Ziegele hatte schon gelb und muss vorzeitig runter. Das Ganze in der 90. Minute. Es gibt aber einen üppigen Nachschlag. 5 Minuten oben drauf. Und Zwickau kennt nur einen Gang, den nach vorne. Nochmal lang und hoch und weit. Saarbrücken kommt nicht mehr raus aus der eigenen Hälfte. Von Schröter hoch nach vorne und da ist der eingewechselte Asibe Mensah und irgendwie findet der Ball tatsächlich den Weg in den Kasten hinein. Zum Anschluss, zum 2:3 aus Zwickauer Sicht. Wie viel Zeit bleibt noch? Es bleibt überhaupt keine mehr. Kurz darauf ist Feierabend. Rüdiger Ziel darf sich freuen. Sein Einstand ist geglückt. Knapp gewinnt Saarbrücken mit 3:2. Aber diese Fans, die haben ein gutes Spiel gesehen, auch wenn es eine Menge Diskussionsbedarf noch nach dem Spiel gab. Ein paar knifflige Situationen, die halt gegen uns oder nicht für uns gepfiffen worden sind. Den Elfmeter, was halt definitiv ein Handelfmeter ist, wo wir halt vielleicht dadurch ein bisschen eher zurück ins Spiel kommen. Eine Sache möchte ich halt ganz deutlich betonen. Wir haben halt nach dem 3:0 hätten wir auseinanderfallen können. Weil halt auswärts gegen Saarbrücken, das ist halt schon nicht ohne. Von daher auf die letzten 30, 40 Minuten letztlich aufbauen. Das 1:0 für den ersten FC Saarbrücken, da gab es ein paar Unstimmigkeiten. Wie haben Sie die Situation gesehen? Einwurf für Zwickau oder Einwurf für Saarbrücken? Wie war's? Ja, ich glaube, ich gehe raus und ich glaube, ich berühre dann noch den Ball, haben die Jungs gesagt. Aber ich glaube, die anderen wussten das nicht genau, ob ich den Ball berührt habe. Und ich glaube, meine Mannschaftskollegen denken, wir haben den Ball. Und der Schiri wusste in dem Moment auch nichts. Und dann führen sie natürlich schnell aus. Und ich glaube, unsere Hintermannschaft dann ungeordnet gewesen. Also auch extrem bitteres Gegentor, weil der Schiedsrichter so gezögert hat und unsere Mitspieler halt nicht gewusst haben, wer jetzt den Ball hat. Ein Pfiff kurz vor der Halbzeitpause und etwas mehr Abschlussglück. Und für den FSV wäre mindestens ein Punkt möglich gewesen.